Ich halte es nicht mehr aus, Claude. Ich will jetzt sofort nach Hause. Wir sind ja bald da, Cherie. Guten Tag, meine Freundinnen. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ihr habt mir gefehlt. Riechst du nicht die Kufel an? Endlich lebe ich wieder. Was erzählen wir Ihnen über die Reise? Lass mal, ich mach das schon. Schön politisch korrekt. Aber ja, doch selbstverständlich. Die Ankunft am Flughafen in Tel Aviv werde ich nie vergessen. 4 ganze Stunden Leibesvisitation. Ich dachte schon, die beschneiden mich. Das schockiert dich doch nicht, David. Ich bin ab sofort gegen politische Korrektheit. Einmal Arschkriecher, immer Arschkriecher. Es gibt nichts Besseres als unser wunderschönes Land, um das süße Leben zu genießen. Offen gestanden, haben Odile und ich entschieden, dass wir nach Israel gehen. Schau und ich, wir gehen nach China. Und wir nach Algerien. Lieber Himmel. Wir gehen nach Bombay. Mhm. Warum ausgerechnet Bombay? Ich mache Karriere in Bollywood. Nach Indien? Das Land, in dem sich die Leute vor Kühen verneigen? Was haben wir dem lieben Gott denn nun schon wieder getan? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe nicht, was ihr für ein Problem habt. Wir gehören nicht dazu. Rashid! Wenn du ein echter Franzose sein willst, musst du es zerkratzen. Opa! Er ist schwarz. Er ist wirklich ganz besonders. Hä? Ich meine... Ihre Familien sind aber auch immer für eine Überraschung gut. Entschuldigung, bitte. Oh, das ist aber neu. Ist das ein Vampir? Nein, das bin ich, ein Selbstporträt. Das ist aber hübsch geworden. Und wie? Sehr, sehr schön.